Gebet, die Waffenrüstung Gottes. 16. Januar 2022. Lieber Herr Jesus, wir treten als treue Diener der Armee Gottes vor dir. Herr, bitte trainiere unsere Hände für den Kampf, dass unsere Arme einen Bogen aus Bronze biegen können und dass wir wie David durch Truppen hindurchlaufen und über Mauern springen können. Bitte setze uns deine vollständige Rüstung auf, damit wir gegen die List des Feindes Widerstand leisten können, um in der Lage zu sein, am bösen Tag zu widerstehen und alles Erforderliche dafür tun, dass wir stehen. Herr, aus deiner Hand nehmen wir den Helm des Heils, der mit deinem wertvollen Blut umhüllt ist. Über unsere Ohren setzen wir die Ohrenklappen fest auf, die unsere Ohren schützen und die die Versuche des Feindes, uns zu verwirren, Lügen und Zwietracht zu sehen, blockieren. Wir stellen den Wächter der Liebe vor unseren Mund, welcher mit Filtern der Reinheit und der Liebe ausgestattet ist, sowie mit einem heiligen Mundschutz, der manchmal eingesetzt wird, sodass wir mit deinen Worten und nicht mit unseren eigenen Worten sprechen. Wir setzen den Filter der Barmherzigkeit, des Mitleids und des Mitgefühls über unsere Augen auf, damit wir die Welt durch deine Augen und durch dein vergossenes Blut sehen. Mache bitte die Krone des Helms, die sich über unserem Verstand befindet, zu einer undurchdringlichen Schutzkuppel, mit einer Abdichtung gegen alle quälenden Stimmen, welche ebenfalls die Erinnerungen und Vorschläge des Feindes entfernt, die die Fesseln und Projektionen des Bösen durchtrennt. Wir erklären, dass wir die Denkweise und den Sinn Christi haben. Lass unsere Gedanken deine Gedanken und unsere Worte deine Worte sein. Mögen wir so handeln, wie du handeln würdest, entsprechend deinem und nicht unserem Willen. Hiermit erklären wir, dass wir eins in dir und mit dir sind. Wir versprechen, dass wir von ganzem Herzen und ganzem Verstand anstreben, dass keine Sünde und kein Dämon uns jemals von dir trennen oder auch herbeiführen wird, dass sich unsere Herzen und unsere Gedanken von dir entfernen, auch nicht einen Schritt. Herr, bitte polstere unsere Helme mit Filtern von Mut, Zuversicht, Frieden, Freude, Dankbarkeit aus und verschmelze all das mit Ausdauer. Herr, wir nehmen aus deiner Hand das Kettenhemd der Demut als Extraschutz über unsere Herzen, um den Brustpanzer zu verstärken. Wir bitten, dass es in dein heiliges Blut eingetaucht und mit Filtern der Niedrigkeit ausgekleidet ist. Wir nehmen aus deiner Hand die Brust- und Rückplatte der Gerechtigkeit. Bitte erforsche unser Herz, unseren Geist, unsere Seele, unseren Verstand, unseren Willen und unseren Garten und reinige alles von jeglicher Ungerechtigkeit. Möge der Brustharnisch uns vor allen Angriffen des Feindes bewachen und beschützen. Mögen die Waffen des Feindes abprallen und mögen ihre Exkremente rutschig sein, so dass keine Reste von ihnen kleben oder übrig bleiben. Gib uns die Gnade, dass sich in unserer Rüstung keine Risse und Spalten durch die Sünde bilden, die den Ort, in welchem du in uns wohnst, beschützt und den Dämonen nie den Zutritt gewährt. Bitte füge Filter des Friedens, des Mutes und der brüderlichen Liebe hinzu und umhülle unsere Brust- und Rückplatte mit dem Blut Jesu, um uns vor den Dingen zu schützen, die unsere Herzen zum Murren herbeiführen können. Bewache und beschütze uns vor Selbstsucht, Unzufriedenheit, Sorge, innere Unruhe und Angst. Bitte füge dem Brustharnisch eine zusätzliche Abdeckung von Zufriedenheit, Reinheit, Fügsamkeit und Selbstkontrolle und die Ärmel der Geduld hinzu. Umgürte einen jeden von uns bitte fest mit dem Gürtel der Wahrheit,
Dichte den Zugang des Feindes mit seinen raffinierten Lügen und Täuschungen ab und verschließe ihn. Und so wie ein Dieb ein Haus betreten würde, erlaube dem Feind bitte keinen Zugang in den Ort, wo du wohnst. Offenbare uns die Wahrheit über alle Angelegenheiten und hilf uns, die Wahrheit nie zu verbiegen, zu ignorieren oder zu leugnen. Lass uns immer die Wahrheit suchen und auch die Wahrheit aussprechen. Herr, wir empfangen den Gürtel der Keuschheit und der Reinheit, um uns vor den sexuellen und lustvollen Begierden oder Träumen zu schützen. Fülle diesen Gürtel mit Filtern der Zufriedenheit und der Reinheit. Über dem Gürtel der Keuschheit und der Reinheit ziehen wir unsere große Damen- und Herrenhose an. Herr, wir beanspruchen deine Salbung, dass du uns salbst, damit wir all das, worum du uns bittest, zu tun und unsere Verpflichtungen erledigen können, damit wir nicht zulassen, in Selbstmitleid zu fallen, jedoch die Fähigkeit annehmen, mit allem, was du uns täglich vor die Füße legst, gut umzugehen und fertig zu werden. Wir ziehen Sandalen an, um unsere Füße mit dem Evangelium des Friedens zu beschuhen. Lass bitte unsere Füße auf den Wassern des Friedens wandeln. Lass mit jedem Schritt unsere Augen fest auf dich gerichtet sein und möge der Friede des Evangeliums sich durch jeden Schritt sowie in immer weiter ausdehnenden Kreisen verbreiten, damit die Herzen, der Verstand und die Einstellungen derer, die uns umgeben und die mit uns täglich interagieren, berührt werden. Mache einen Schutz für unseren Frieden, welcher alles Verstehen übersteigt. Während wir den Schild des Glaubens nehmen, bitten wir dich, Heiliger Geist, uns von allem Unreinen zu reinigen. Herr, wir bitten dich, unsere Schilde mit deinem kostbaren Blut zu ummanteln, welche mit Filtern von Stärke, Geduld und Gunst ausgekleidet sind. Wir kreisen uns wie ein Schildkrötenpanzer ein und bedecken unsere Rüstung. Herr, mit dem Schild des Glaubens empfangen wir von dir die Wahrheit und die Unterscheidung, den Heiligen Geist und die Rutingschwerter. Wir bitten dich, die Schwerter mit dem heiligen Feuer und dem Licht des Himmels anzuzünden. Im mächtigen Namen von Jesus Christus umhüllen wir diese Schwerter mit dem kostbaren Blut von Jesus und bitten, dass diese Schwerter mit der gesamten Macht, die der Himmel ihnen gewähren wird, ausgestattet werden. Wir bitten darum, dass diese Schwerter sich selbst replizieren und überall innerhalb des Engelsglobus des Schutzes ausgesandt werden können. Wir bitten darum, dass vom Feind aus keine unterstützende Mächte, keine Verstärkung oder Vergeltung gegen diese Schwerter ausgeht. Und ich bitte darum, dass diese Schwerter gekreuzt werden können, um Heilungsschwerter zu schaffen. Wir bitten darum, dass diese Schwerter Spitze an Spitze miteinander verbunden werden und einen Bogen für Pfeile und Raketen zu bilden, der vom Heiligen Geist aus geführt und geleitet und durch die Engel verbreitet wird. Wir bitten darum, diese Schwerter miteinander zu verschmelzen, um Charger- und Drachentöter-Schwerter zu bilden, die zu dem Zeitpunkt und Ort verwendet werden, wo sie gebraucht werden und um die angestrebten Ziele zu treffen. Dann umkreisen wir die Schwerter um uns und unsere Lieben herum und hängen sie an Türen, Fenster, Dachfenster und in Richtungen Norden, Süden, Osten, Westen, oben, unten und um unsere Immobilien und Fahrzeuge auf. Wir geben diese Schwerter unseren heiligen Engeln, die entsprechend der Anweisung des Heiligen Geistes ausgesandt werden. Herr, bitte bedecke unsere Rüstung mit der Geduld, Ausdauer und Beharrlichkeit. Wir bitten uns zusätzlich mit Mänteln abzudecken, um die Rüstung mit den Tugenden und den Früchten des Geistes zu versiegeln. Wir bitten um den Mantel des heldenhaften Mutes,
der Liebe, des Gehorsams, des Glaubens, der Hoffnung, der Güte, Geduld, heldenhaften Sanftmut, Selbstbeherrschung, Mitgefühl, Vertrauen, Dankbarkeit, Danksagung und ein Mantel der heldenhaften Demut. Mögen sie nie von uns entfernt werden. Herr, wir danken dir für die Heiligen, die du uns zugeteilt hast. Wir danken dir für die Fürsorge deiner Mutter. Und wir danken dir für die Engel, welche du uns ebenfalls zugeteilt hast, um uns auf allen unseren Wegen zu beschützen, uns im Gebet hochzuhalten, damit wir mit unserem Fuß nicht gegen einen Stein treten. Michael, Michael des Morgens, der du mit frischen Akkorden den Himmel schmückst, beschütze mich heute und in den Zeiten der Versuchung jage den Teufel weg. Amen. Jesus, du bist unser Fels, unsere Burg, unsere Festung und unser Erlöser. Herr, während du uns für den Kampf ausbildest, bist du derjenige, der die Feinde bindet. Danke für deine unerschütterliche Liebe. Jesus, wir vertrauen auf dich. Jesus, wir vertrauen auf dich. Jesus, wir vertrauen auf dich. Amen.